Oh, Alter, was geht ab, Leute? Um, ja? Es gibt jetzt Shiny Kaumalat. Echt überraschend. Aus dem Nichts. Also nicht ganz aus dem Nichts. Gestern Abend war dieses Eierveränderung, was ja ein Punkt von diesem großen Dezember-Event-Zeugs war. Es hatte, glaube ich, irgendwie 5.1 davon war dieses Egg-Shake-Up oder so. Und jetzt gibt's einfach Kaumalat in Shiny. Natürlich nicht nur aus dem Ei, sondern auch wild. Problem ist, find den mal wild. Ich habe den bisher einmal wild gesehen und einmal gebrütet. Gebrütet war direkt 98er, leider Tick 14. Und jetzt gibt's den einfach shiny. Heißt aber auch, jetzt passt gut auf, Leute, der kriegt kein Seedle. Kein Pokémon, das es bereits in shiny gibt, kriegt ein Seedle. Also das war eigentlich ein Top-Kandidat, so wie Lavita, so wie Dratini und so weiter, so wie Kindwurm. Jeder hat damit gerechnet, dass er ein Seedle bekommt, deswegen hat sich auch keiner oder wenige Leute aufgeregt, dass er so selten ist. Denn jeder hat gesagt, ja, ist halt selten, juckt mich nicht, irgendwann kommt der als Seedle-Pokémon, dann habe ich eh tausende davon. Niantic so, nein, könnt ihr vergessen. Sehr überraschend. Jetzt müssen wir halt schauen, wie selten der aus dem Ei ist. Denn wenn er immer noch so selten ist, wie er davor war, was ich aber nicht glaube, jetzt ist er, glaube ich, häufiger, weil sonst wäre es kein Shaker. Auf jeden Fall sehr clever von Niantic. Die wollen halt, dass wir wieder mehr brüten, mehr Geld ausgeben. Cash, 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 Beste. Schreibt gerne unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut, dass Kaumalat kein Seedle bekommt? Und wie viel Kaumalat habt ihr bereits? Wie gesagt, ich habe zwei. Viele finden es gut, denn die finden es immer noch gut, dass irgendwas selten ist. Aber wir kennen Niantic. Nichts ist selten. Die haben letztens erst die Legacy-Attacken wieder zurückgebracht. Aber mich bringt das jetzt nicht wirklich zum Brüten, zum Massenbrüten. Ich brüte nur, wenn es mehr Stopp fürs Brüten gibt. Dann hat Niantic noch so einen Jahresrückblick online gestellt. Den schauen wir uns an. Das ist wieder die Zeit im Jahr, wo man das Jahr Revue passieren lässt und sich nochmal die Highlights von diesem Jahr anschaut. Top 10 2019 wird auf jeden Fall noch kommen. Falls euch irgendwelche Momente einfallen, irgendwelche Top-Momente, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich lasse mich inspirieren. Ein paar persönliche Highlights habe ich natürlich, die kommen auf jeden Fall ins Video. War ein echt verrücktes Jahr. Wird sicher lustig, da die ganzen Highlights rauszuzoomen. 100er Nocturne, 100er Shiny Mewtwo, Deutschland-Tour, so viele Highlights. Aber egal, schauen wir uns erstmal den Jahresrückblick von Niantic an. Januar, Abenteuer Sink Schlüpfmarathon. Ich kann mich gar nicht erinnern, was das war. Oh Mann. Das Jahr hat mit dem Abenteuer Sink Schlüpfmarathon stark angefangen. Sagt mir nichts. Lisa hat die Trainer von den Sofas geholt und zur Bewegung angespawnt. Boah, sagt mir echt nichts. Safari-Zone Porto Alegre. Allererstes Pogo-Event in Lateinamerika. Für uns offensichtlich nicht relevant. Sinnoh-Pokémon erscheinen. Trainer konnten zum ersten Mal Pokémon aus der Sinnoh-Region fangen. Diese wurden zusammen mit dem Sinnoh-Stein eingeführt. Sinnoh, muss ich sagen, erstmal, das war ja noch das mit den Wellen. Die haben immer verschiedene Wellen an Pokémon, an neuen Pokémon eingeführt. Und jetzt bei Gen 5 sind wir. Ja, bei Gen 5 ist es echt mager. Jetzt zum Beispiel für das Weihnachts-Event kommen zwei neue. Dann Februar 2019. Mondneujahr 2019. Oh ja. Dabei Spoink. Ah ja. Haben wir das Jahr des Schweins? Auf jeden Fall erinnere ich mich noch. Das heißt ja entweder Mondneujahr oder chinesisches Neujahr. Also Chinese New Year. Und ich habe es halt immer Chinese New Year im Stream genannt. Und ein paar Zuschauer haben immer Shinies New Year verstanden. Teammedaille rausgekommen zum Teamwechsel. Auch da, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr Leute kennt, die gewechselt haben. Ich kenne nicht viele. Ganz, ganz wenige haben gewechselt. Ein paar für Arenen oder sowas, die waren zum Beispiel blau. Haben dann gewechselt auf rot zum Beispiel, damit die halt sich öfters in Arenen setzen können, weil überall ist blau. Da gibt es wenig Platz für die Blauen. Dann gibt es ein paar Gelbe, die haben gewechselt, um länger in den Arenen zu bleiben. Dann gab es ein paar Wetten und so, dies, das, um die Teamfarbe zu ändern. Dann gab es ein paar Zweitaccounts, die gewechselt haben. Weil früher hatte man unterschiedliche Farben, so wie mein Kleiner, der ist rot. Kenne ich ein paar und dann haben die gemerkt, ja, das bringt eigentlich nichts. Klar, man kann sich selber kicken, aber an sich wird man auch so oder so gekickt. Also ändere ich einfach die Farbe und dann kriegt der Kleine auch mehr Bälle für den Teambonus oder so. Go, Schnappschuss! Muss ich sagen, boah, Farbigel. Die farbige Medaille. Unnötigste, was es gibt. Aber Gut, Schnappschuss ist sehr nice, vor allem für Instagram und sowas. Da gibt es echt kreative und geile Bilder. Sehr, sehr nice. Und sehr unterschätzt. März. Krabbeliges Käfer-Event. Alter, auch daran kann ich mich so null erinnern. Käfer-Event. Kam da Shiny Raupi raus? Ich glaube nicht. Shiny Raupi war irgendwie so ein Monats-Shiny.
Da hätten die Shiny Horn Leo rausbringen sollen. Shiny Horn Leo und Shiny Goku. Haben die aber nicht gemacht. Ich kann mich gar nicht an das Käfer-Event erinnern. Kampf-Showdown. Lieblings-Event im ganzen Jahr. Doppelte Arena-Punkte. Was schade ist, es war auch gleichzeitig Sternshop-Event. Und ich habe das Sternshop-Event nicht genutzt, weil ich Arena gemacht habe. Und wenn das nächste Mal das Arena-Event kommt, puh, da werde ich so eskalieren. Ich brauche noch 212 Gold-Arena. Und die werden im März auf jeden Fall, oder falls es wieder im März kommt, man weiß ja nicht, sehr, sehr stark gepusht. Jalga kam, ich erinnere mich, denn ich habe einen 100er bekommen. April, Safari-Zone in Sentosa. Juckt uns nicht. Glücksfreunde sind gekommen. Das ist krass. Glücksfreunde gibt es erst seit April. Das kommt mir so viel länger vor. Aber die gibt es tatsächlich erst seit April. Das ist halt noch gar nichts. Was ist das? 7 Monate? 6 Monate, weil Dezember ist, hat gerade erst angefangen. Schon krass, gell? Kommt mir irgendwie so viel länger vor. Avatar-Posen, ja. Hatte ursprünglich eine sehr negative Einstellung zu den Avatar-Posen. Hat sich nicht wirklich geändert, aber sie ist nicht mal negativ. Avatar-Posen sind mir eigentlich jetzt egal. Ich habe mir bisher keine gekauft. Außer die, die ich halt dazu bekommen habe für das Ticket. Großschnappschuss-Herausforderung. Ja, Mai. Mai war ich auf der Deutschland-Tour. Dementsprechend habe ich da nicht so viel mitbekommen. Beziehungsweise, das war nur Nebensache für mich. Sagen wir es mal so. Selfie, Vespi und Turbots kamen. Leidende Zeit. Gut für mich, denn ich war auf Tour. Ich habe eh nicht viel geredet. Also das war echt der perfekte Monat. Neue Lokmodule. Gletscher, Moos, Magnet. Ich erinnere mich. Da war ich in Berlin. Da sind wir rausgegangen. Chalelos gab es da. Zum dritten Mal oder so. Nachdem es irgendwie fehlerhaft schon mal veröffentlicht wurde. Und wieder mit einem Fehler. Und ja, ich habe 2 Rosane. Weil es halt auch da mit einem Fehler wieder rausgekommen ist. Und jetzt wisst ihr ja, sind die beiden regional. Bei uns gibt es den blauen und blau oder grün. Und irgendwo anders gibt es halt den rosanen. Dann Relax mit Galaxo. Hätte mir irgendjemand mal gesagt, vor 2-3 Jahren, es gibt ein Galaxo-Event, wo einfach überall, auf der ganzen Welt, einfach überall Galaxo spawnen. Hätte ich nicht geglaubt, aber es kam so. War cool, war lustig. Ich war in Karlsruhe. Dann kommen wir auch schon zum Juni, Hälfte des Jahres. Globale Herausforderung 2019. Keine Ahnung, was das war. Go Rocket ist gekommen. Krass. Gar nicht so lange her, aber kommt mir irgendwie länger vor. Go Fest 2019 in Chicago war. Was uns an sich nicht juckt. Ich hatte sogar ein Ticket dafür. Aber das war zu spontan nach der Deutschlandtour. Und Amerika, das große Weite. Habe ich mich nicht getraut. Dritter Geburtstag von Pokémon Go. Dreijähriges Jubiläum. Yes. Schillernde Alola-Pokémon. Oh ja, ich habe eine Menge bekommen. Nur nicht die, die ich haben wollte. 3 Jahre schon. Wir nähern uns im 4. Jahr heftig. Juli, Mewtwo in Rüstung erscheinen. Muss sagen, sehr unterschätzt. Von dem hätte ich gerne mehr gemacht. Und ja, jetzt brauche ich einen 100er davon. Glückstausch, Mewtwo mit Rüstung, immer. GoFest 2019, Dortmund. War nett. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ich war alle Tage dort. Hatte Spaß. Grüße gehen raus an alle, die ich dort getroffen habe. War eine tolle Zeit. Go Rocket ist in Pokémon Go eingefallen. Und was war da drüber? Was? Auf Team Go Rocket. Ah, Hinweise. Okay, okay. Nur Hinweise. Juli sind die erst rausgekommen. Verstehe. Rayquaza ist zugekommen. Überraschung. In Shiny. Das ging ab, ja. War eine gute Zeit. Sommer, viele Leute haben geradet, jeder ist aus seinem Loch gekrochen für einen Shiny Rayquaza, den ich da alles gesehen habe. Niantic hat so viel Cash gemacht, Mann. Junge. Ich glaube, alle Leute bei Niantic sind mit diesen Dollarzeichen rumgelaufen in den Augen. August! GoFest in Japan, ja, juckt uns nicht so. Wasserfestival. Krabhammer, oh ja. Krabhammer. Jirachi für alle. Ein Jirachi todesschlecht. Ansonsten nichts oder was? September, Safari-Zone in Montreal. Offensichtlich waren wir da nicht. Einer Pokémon sind schon gekommen. Schon ziemlich krass. Wenn man bedenkt, dass Januar noch Sinnoh-Pokémon gekommen sind. Und September bereits einer Pokémon. Sehr, sehr schnell. Und das war's. Digga, September war ja tot. Da kam ja gar nichts. Oktober. Ist doch gar nicht so lange her. Safari-Zone Teppei, juckt uns nicht. Pokémon Go Halloween. Darkrai, sehr überraschend.
Auch sehr schade, dass er so wenig geratet wurde. Macabre Ja. Ja, ihr habt es richtig gehört. Macabre Ja. Und dann die Halloween-Kostüme. Manche streiten sich drum. Manche haben es gefeiert. Kein Kommentar. Mich hat es nicht gejuckt. November. Kolossale Entdeckung. Das Ticket. Auch sehr, sehr kontrovers. Checkt das Video. Sehr, sehr kontroverses Video. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, alle Shinies, die ich an dem Tag gefangen habe, sind weggegangen wie warme Semmeln. Jeder wollte die haben. Hast du noch Shiny Regi? Hast du noch Shiny Regi? Na klar habe ich noch. Also jetzt nicht mehr. Aber jetzt im Dezember gibt es einen Regi Ice Raid Day. Also ich sag Raid Day, aber Raid Day beinhaltet ja eigentlich 5 freie Pässe. Da gibt es glaube ich 2 freie Raid Pässe, also ein extra. Go Rocket Bosse sind gekommen. Mit ihren Crypto Shiny. Ja, Crypto Shiny, Mann. Und Dezember. Unser Monat jetzt. C-Day 2019, Super C-Day. War nett. War okay. Nix Überklasses, würde ich mal sagen. Abgesehen davon kommt der Dezember erst noch mit dem großen Weihnachts-Event. Wir werden sehen, wie gut das wird. Freut euch drauf. Dann haben die noch den C-Day für Januar angekündigt. Sonntag, 19. 11 bis 14 Uhr. Pokémon? Unbekannt. Wir freuen uns drauf. Das war ein kleiner Rückblick durch 2019. Wie gesagt, meine Highlights werden noch kommen. Wahrscheinlich am 31. oder sowas. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.